Nun, wir sehen, dass die Bundesregierung erste Schritte in die richtige Richtung macht. Wir haben anhand der internationalen Daten, die vorgelegen sind, schon vor Weihnachten gesagt, dass diese Omikron-Welle, die auf uns zukommt, voraussichtlich nicht mehr diese schwere Auswirkung auf das Gesundheitssystem haben wird. Das hat man aus Südafrika schon gesehen und wir haben recht gehabt damit. Man muss auch dazu sagen, dass die Prognosen, der Kollege Schallmeier hat schon angesprochen, ist auch vom Prognosekonsortium, dass wir seit Weihnachten keine Prognose mehr gehabt haben, in der eine Überlastung des Gesundheitssystems wahrscheinlich war oder gedroht hat. Und deshalb haben wir sehr früh schon die Forderung aufgestellt, dass die Bundesregierung den Bürgern ihre Freiheiten wieder zurückgeben muss. Denn nicht das Virus hat den Menschen die Freiheiten weggenommen und die Maßnahmen verhängt, sondern das war die Bundesregierung. Und deshalb ist es auch absolut an der Zeit gewesen, dass die Bundesregierung nun Schritt für Schritt davon Abstand nimmt. Es droht keine Überlastung des Gesundheitssystems und aus unserer Sicht wären die Maßnahmen sofort zu beenden und man müsste sich konzentrieren eben auf den Schutz des Risikobereichs und auf Risikogruppen, so wie wir das bereits seit über einem Jahr in unseren alternativen Programmen, dem Plan B, auch gefordert haben. Dass das Krisenmanagement nicht funktioniert hat und die Maßnahmen ja auch gar nicht mehr umsetzbar waren, sieht man zum Beispiel am Zusammenbruch des Contact Tracing, an den langen Wartezeiten auf die PCR-Testergebnisse und Ähnliches. Das heißt, das, was hier vorgeblich gemacht wurde von der Bundesregierung, das hat in der Praxis in der Welle gar nicht mehr funktioniert. Man hat auch die Daten aus unserer Sicht nicht richtig interpretiert. Man hat nicht berücksichtigt, dass wir sehr, sehr hohe Testzahlen haben im Vergleich zu anderen Ländern. Damit sind natürlich auch die Positivergebnisse nicht vergleichbar. Man hat, nachdem man ursprünglich letzten Jahr unsere Forderung aufgegriffen hat, gezielt auf die Belastung der Spitäler zu schauen, jetzt wieder einen Schwenk gemacht und schaut wie ein Kaninchen auf die Schlange, auf die Infektionszahlen, ohne zu berücksichtigen, dass jetzt einfach so viele leichte und asymptomatische Fälle dabei sind, die auch häufiger entdeckt werden durch die hohe Testintensität. Und damit muss man auch zu einer ganz anderen Beurteilung der Lage kommen. Deshalb ja, die Maßnahmen müssen weg, aus unserer Sicht sofort. Sie haben sich als nicht ausreichend effektiv erwiesen, um tatsächlich eine Welle zu verhindern. Die Welle ist da, die Welle ist de facto über den Höhepunkt schon hinüber. Die Auswirkungen aufs Gesundheitssystem sind überschaubar. Und wenn wir die ganzen Energien und Aufwendungen direkt ins Gesundheitssystem investieren würden, die wir momentan für PR-Maßnahmen und für Kompensation der Kollateralschäden der Maßnahmen investieren, dann würden wir auch viel besser durch die Krise kommen. Schauen Sie, weil Sie das Thema FFP2-Masken ansprechen, der Kollege Schallmeier ist da ein hervorragendes Beispiel dafür. So gut eine FFP2-Maske, eine medizinische FFP2-Maske richtig getragen vor Aerosolen schützt, so wirkungslos ist sie, wenn man so einen starken Bartwuchs hat und da schützt du weder dich selber noch die anderen, wenn du auf dem Bart dir eine FFP2-Maske aufsetzt. Ja, da kann man ganz einfach überprüfen. Ja. Und das ist auch der wesentliche Kritikpunkt, den wir haben. Wir sagen ja nicht, dass wir nicht Risikopersonen schützen sollen, ganz im Gegenteil. Wir sagen, dass wir die Personen ganz gezielt schützen sollen, dass man in Risikobereichen ganz gezielt schützen soll, dass der Staat auch dort die Schutzausrüstung zur Verfügung stellen soll. Aber man muss unterscheiden zwischen einem funktionierenden Individualschutz, der auch vielleicht von den Betroffenen verstanden und richtig angewendet wird, und einem staatlichen Zwang, so wie wir es gehabt haben. Wenn du bestimmte Räumlichkeiten betreten willst, dann musst du eine FFP2-Maske tragen. Das ist aus unserer Sicht wissenschaftlich gar nicht haltbar. Schon gar nicht, wenn ich die Vorschriften so mache, dass ich sie quasi pro forma erfüllen kann und in Wirklichkeit ein Gutteil der Bevölkerung die Masken so falsch trägt oder eben aufgrund von Bartwuchs und Ähnliches gar keine Schutzwirkung durch diese Masken hat. Also da wäre es vernünftiger gewesen, man wäre beim normalen Mund-Nasen-Schutz geblieben. Der funktioniert auch mit Bart, ja, der diese leichte Schutzwirkung für größeren Tröpfchen, die hat er so oder so, also die hat er für jeden. Da hätten wir die FFP2-Maske definitiv nicht gebraucht. Und um vielleicht auf die Schüler und Kinder und Jugendlichen zurückzukommen, ich glaube, dass die gesamten Maßnahmen, die hier von der Bundesregierung verhängt worden sind, maßlos überbewertet werden in dem Effekt, den sie tatsächlich auf den epidemiologischen Verlauf gehabt haben. Das zeigen auch die Studien, die Länder international vergleichen mit ihren unterschiedlichen Ansätzen, mit viel Lockdowns, mit wenig Lockdowns, mit gar keinen Lockdowns, mit Maskenpflicht, mit FFP2-Maskenpflicht, ohne Maskenpflicht, ganz unterschiedliche Konzepte in den Staaten international und das Ergebnis, wenn man sich das anschaut, lässt eigentlich da gar nicht den Schluss zu, dass die Maßnahmen tatsächlich diesen großen Effekt gehabt haben, als den es immer hingestellt wird. Ich möchte auch noch ein konkretes Beispiel dazu bringen.
Die Stadt Wien hat eine Antikörperstudie bei den Schülern und Jugendlichen gemacht, auch als Nachweis der Effektivität der Teststrategie. Und obwohl in Wien ja schon sehr lange diese Gurgeltests in Anwendung sind, PCR-Tests für die Schüler und die Maskenpflicht in der Schule war, war die Dunkelziffer trotzdem doppelt so hoch wie die bisher bekannte Ziffer an infizierten Schülern. Das heißt, wenn jetzt heute der Herr Bundesminister im Gesundheitsausschuss sagt, dass die Dunkelziffer in der Gesamtbevölkerung doppelt so groß ist wie das, was herausgefiltert wurde mit den Tests, und bei den Schülern war es auch ganz genauso, na, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann haben diese ganzen Maßnahmen genau gar nichts bewirkt, epidemiologisch. Aber natürlich haben sie die Qualität für die Schüler, für den Aufenthalt in den Schulen, dieses lange, viele Stunden lang Masken tragen. Das ist nicht lustig gewesen, das ist anstrengend. Das Reden durch die Masken ist schwierig, die Kommunikation ist erschwert. Und das betrifft nicht nur die Schüler, das betrifft auch am anderen Ende unserer Gesellschaft die ganz alten Menschen, die schlecht hören, die sich mit Kommunikation vielleicht auch schon schwer tun, denen man die Mimik genommen hat für die Kommunikation. Ich kenne das aus meinem Berufsleben, da bin ich naturgemäß mit sehr vielen älteren Menschen und auch schwerhörigen Menschen konfrontiert. Ja, und die Kommunikation mit einer Maske ist einfach massiv eingeschwert, ohne dass da jetzt für alle pauschal diese Schutzwirkung gegeben ist. Und der springende Punkt ist der, dass wir sagen, solange der Staat eine 3G-Regelung in bestimmten Bereichen zum Beispiel vorschreibt und die Menschen sich testen müssen, solange müssen die Tests auch gratis sein. Wir haben seit Sebastian Kurz Ende 2020 mit seinen Ideen der Massentestungen dahergekommen ist, immer gesagt, dass wir diese Massentestungen für sinnlos halten, dass man diese Testrate eben gar nicht aufrechterhalten kann und dass das in der Praxis eben auch mit der Kontaktnachverfolgung eben nicht funktionieren wird. Und das hat sich in jeder Infektionswelle bestätigt. Das Contact Tracing ist in jeder Infektionswelle weit unter den sinnvollen Wert runtergefallen und damit war eine tatsächliche Unterbrechung von Infektionsketten, gerade dann, wenn man es am dringendsten notwendig gehabt hat, nicht mehr gegeben oder nur sehr, sehr eingeschränkt gegeben. Deshalb ist ja unsere Forderung gewesen, ähnlich wie das der Kollege Loacker jetzt auch gesagt hat, eine Fokussierung der Testungen auf symptomatische Personen und von mir aus als Zutrittstestung für Hochrisikobereiche wie Spitäler, wie Altenheime. Und da sind wir ja sogar einen Schritt weitergegangen, hat auch unser Bundesparteiobmann Kickl ja gesagt, dass es da unter Umständen vernünftig wäre, vielleicht sogar eine 1G-Regelung zu haben. Denn die Ausnahmeregelungen für Geimpfte und für Genesene, die sind ja gar nicht zu rechtfertigen, weil wir ja wissen, dass diese Personen auch Virusträger sein können und das Virus übertragen können. Und wenn es darum geht, in einem bestimmten Bereich ein Einschleppen zu verhindern, dann muss ich halt jeden Menschen, der dort hineinkommt, anschauen, ob er das Virus trägt oder nicht und hineinbringt oder nicht. Und da kann ich nicht sagen, aber die Geimpften oder die Genesenen, die schaue ich mir nicht an und ich kontrolliere nur mehr vielleicht ein Drittel der Personen, die hereinkommen. Also das ist ja auch überhaupt nicht konsistent und lässt sich auch wissenschaftlich aus meiner Sicht gar nicht belegen. Das heißt zusammengefasst, Testungen nur für sensible Bereiche und für symptomatische Personen und dann müssen sie für diese Settings auch definitiv kostenlos sein.